Der Electronics-Ban. Tolles Thema. Aber man zeigt sich einsichtig und unter gewissen Bedingungen dürfen bald wieder Notebooks mit in die Kabine genommen werden. Wow, wie fortschrittlich. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Grund für diese ganze Sache mit dem Electronics Ban war, dass die USA aus welchen Gründen auch immer wohl meint, dass Terroristen zum jetzigen Zeitpunkt wohl wieder ein gestiegenes Interesse an Terroranschlägen gegen die zivile Luftfahrt haben. Und um die Sicherheit im Flugverkehr weiterhin gewährleisten zu können, wurden halt eben die Maßnahmen verschärft. Und ja, das äußert sich jetzt schon seit einigen Monaten wieder im sogenannten Electronics Ban. Dieser Electronics Ban gilt zum jetzigen Zeitpunkt für Abflughäfen und gewisse Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr mit Etihad Airways von Abu Dhabi nach New York fliegen wollt, dann habt ihr bei euch in der Kabine euer Smartphone und vielleicht noch medizinisches Equipment, was ihr gerade aus welchen Gründen auch immer, kann ja mal vorkommen, braucht. Ja. Aber euer Laptop oder euer Tablet, das ist alles im Frachtraum im Koffer, nicht bei euch in der Kabine. Ja, also gut. Und jetzt? Naja, dass dieser Electronics Ban nur für gewisse Fluggesellschaften und für gewisse Abflughäfen gilt, das ist ja irgendwie so ein bisschen schwammig formuliert und kann ja auch eigentlich nicht so recht funktionieren. Also, wenn schon, denn schon, dann auch für alle, also auch für europäische Fluggesellschaften, oder? Toll. Jetzt kommt an der Stelle so ganz, ganz klassische Lobbyarbeit. Und zwar wäre das ja eine riesengroße Katastrophe, wenn die ganzen Business-Kunden, die ihr Laptop ja zwingend im Flugzeug brauchen, das in den Koffer, in den Frachtraum packen müssen. Geht ja nicht. Das dachte sich die USA wohl auch. Und deswegen gibt es jetzt so eine Art Sonderregelung. Heißt, wenn ein gewisser Abflughafen oder eine gewisse Fluggesellschaft gewisse Maßnahmen trifft, dann kommt man um dieses Elektronikverbot drumherum und darf sein Laptop wieder mit in die Kabine nehmen. Also, kann eine Fluggesellschaft dafür sorgen, dass ihre Fluggäste am Abflughafen stärker kontrolliert werden? Wie genau das aussieht, kann ich euch leider nicht sagen. Da gibt es von den USA gewisse Auflagen. Aber wie gesagt, kann die Fluggesellschaft diese Bedingungen erfüllen, dann werden die Verbote gelockert und die Passagiere dürfen ihre Notebooks wieder mit in die Kabine nehmen. Und nun gibt es eine gewisse Frist, bis zu 120 Tage, die die Airlines Zeit haben, um halt eben diese Maßnahmen ergreifen zu können und die Sachen so ändern zu können, dass ihre Passagiere eben wieder Notebooks in der Kabine nutzen dürfen. Etihad Airways hat diese Vorgaben schon erfüllt und deswegen dürfen die Passagiere auf den etwa 50 wöchentlichen Flügen von Abu Dhabi in die USA ihre Notebooks wieder mit in den Flieger nehmen. Ja, wie auch immer diese zusätzlichen Kontrollen aussehen mögen, das klingt doch schon mal nach einer halbwegs vernünftigen Entwicklung. Denn ich halte irgendwie immer noch nicht so richtig viel von diesem Electronics Ban. Ein Haufen Lithium-Ionen-Akkus im Frachtraum, wo keiner rankommt. Aber naja, ich habe es ja zum Beispiel gerade erst im letzten Video mal wieder angesprochen. Da ging es ja auch darum, dass die wirklich großen Flugzeuge, sprich die Boeing 747 oder den Airbus A380, die Airlines können damit nicht so ganz viel anfangen, zumindest die meisten Airlines nicht, weil nur wenig Fluggesellschaften das Flugzeug wirklich gewinnbringend einsetzen können. Also relativ gesehen im Vergleich zur zum Beispiel 777 der 787 oder auch dem A350, weil oftmals einfach zu groß. Und ich hatte euch auch schon mal davon erzählt, dass Singapore Airlines ihre ersten 4 A380 bald wieder abgeben wird. Denn das ist eine ziemlich einfache Rechnung. Die Fluggesellschaft hat die Dinger schon vor ganzen 10 Jahren bekommen. Im Jahr 2007 war das Ganze, Singapore Airlines war nämlich Erstbetreiber des A380. Und jetzt, nach diesen 10 Jahren, läuft halt eben der Leasingvertrag für die Flugzeuge aus. Und so wie es aussieht, gibt es gar keine neuen Interessenten für den A380. Denn für das Leasingunternehmen wäre es natürlich perfekt, wenn sie den Flieger gleich an eine andere Fluggesellschaft weiter verleasen können. Und es war ja Turkish Airlines im Gespräch oder auch irgendwelche anderen europäischen Fluggesellschaften, zum Beispiel Iberia oder so. Aber scheinbar möchte den keiner so wirklich haben. Gerade letztens habe ich erst einen Kommentar von euch gelesen, wo jemand gesagt hat, ich soll doch mal bitte was über die Flugzeugfriedhöfe erzählen. Denn da sieht man doch immer mal wieder so richtig traurige Bilder, wie die Flugzeuge da auseinandergenommen werden. Und laut ein paar Berichten, die ich jetzt im Internet dazu gefunden habe, könnte es wohl auch den ersten A380 von Singapore Airlines so ergehen. Das wäre schon eine ganz schön harte Nummer, oder? Also nach nur 10 Jahren soll das Flugzeug schon wieder auseinandergenommen werden. Wird auf jeden Fall als Möglichkeit genannt, denn anscheinend kann man die Einzelteile, gerade als Ersatzteile, wohl zu noch relativ hohen Preisen wieder verkaufen. Aber wenn das jetzt wirklich bald passieren sollte und wir den A380 bald in der Wüste sehen, wie er Stück für Stück auseinandergenommen wird, hoffe ich doch mal, dass man noch jemanden für die Dinger findet. Ich meine, kann man den nicht wenigstens an Emirates verkaufen oder so? Naja, schlussendlich kann man vielleicht noch sagen, dass die Dinger halt von Anfang an für 10 Jahre geleast worden sind.
Also der Flieger hat seinen Dienst quasi bis jetzt erfüllt. Das Geschäft, was man zusammen mit Singapore Airlines mit diesem Flugzeug machen wollte, ist also erstmal abgeschlossen. Ob das Ding jetzt demnächst weiteres Geld als Ganzes bei einer Airline einbringt oder in Form von Einzelteilen, das ist für das Leasingunternehmen vielleicht auch relativ egal. Bin aber auch kein Wirtschaftsexperte. Für uns ist der emotionale Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten aber natürlich ziemlich groß. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das Flugzeug demnächst bei irgendeiner anderen schönen Fluggesellschaft unterwegs sein wird. Ja, gut, und damit soll es das für heute auch schon gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.